Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Bericht über drei deutsche Panzerschiffe. Es sind Modelle im Maßstab von 1 zu 700, die ich vor vielen Jahren einmal gebaut habe. Zwei davon, die Lützow und die Graf Spee, baute ich aus handelsüblichen Bausätzen. Die Admiral Graf Scheer ist ein eigener Bau. Hier unten ist die Lützow, darüber die Admiral Graf Spee und ganz oben, das ist die Admiral Scheer. Fangen wir mit der Lützow an. Der Stapellauf war am 19.05.1931, die Fertigstellung 1933. Deutschland war durch den Vertrag von Versailles beim Bau von Kriegsschiffen auf eine maximale Tonnage von 10.000 Tonnen gebunden. Bei dieser Begrenzung glaubte man, dass Deutschland keine leistungsfähigen Schiffe bauen könne. Die Deutschland, wie sie damals noch hieß, war das erste von drei baugleichen Schiffen. So war diese Konstruktion damals eine Sensation, denn mit ihrer Bewaffnung von 6x28 cm Geschützen war sie jedem schweren Kreuzer überlegen und konnte mit ihrer Geschwindigkeit von 26 Knoten fast jedem Schlachtschiff davonlaufen. Der Bau wurde seinerzeit auch in der Öffentlichkeit stark begleitet und kommentiert. Auf den Schulhöfen damals wurde unter den Jungs zum Beispiel der Sinn oder Unsinn einer Torpedobewaffnung bei einem solchen Schiff heftig diskutiert. Die Deutschland, wie sie jetzt noch hieß, wurde dann zur Seeraumkontrolle im Spanischen Bürgerkrieg eingesetzt und hielt 1937 auf der Reede von Ibiza zwei schwere Bombentreffer, der 31 Matrosen das Leben kostete. Bei Ausbruch des Krieges wurde die Deutschland dann in Lützow umgenannt und war auch kein Panzerschiff mehr, sondern ein schwerer Kreuzer. In den ersten Monaten führte sie Kreuzerkrieg im Atlantik und versenkte dabei zwei Handelsschiffe. Im April 1940 nahm sie an der Besetzung von Norwegen teil, wobei sie bei Oslo drei schwere Treffer erhielt, bei der sechs Menschen umkamen. Erst im Juni 1941 wurde die Lützow wieder einsatzbereit, wurde aber beim Auslaufen in den Atlantik von englischen Torpedoflugzeugen angegriffen, die einen Treffer erzielten, die das Heck abknicken ließ. Erst 1942 kehrte die Lützow mit dem Tarnanstrich, so wie das Modell es zeigt, nach Norwegen zurück. Bei einer sehr unglücklich verlaufenden Seeschlacht im Dezember bei völliger Dunkelheit gegen einen britischen Konvoi blieb die Lützow zwar unbeschädigt, es führte aber dazu, dass der deutsche Admiral Reeder gehen musste. Die Lützow verlegte in die Ostsee und nahm im Frühjahr 1945 noch an einigen Beschießungen von russischen Truppen teil und wurde im April bei Stettin von englischen Bomben so stark getroffen, dass sie im Kanal sank. Der hintere Turm mit 3x28 Geschützen blieb aber intakt und konnte wirkungsvoll auf die vordringenden russischen Truppen feuern. Am 4. Mai schließlich wurde das Schiff von der verbliebenen Besatzung komplett gesprengt. Die Graf Spee war wohl das berühmteste Schiff dieser Klasse. Sie war zu Beginn des Krieges im Südatlantik stationiert und konnte bis zu ihrer Versenkung 9 britische Handelsschiffe versenken, wobei es keinerlei Todesopfer gab. Genau für diese Aufgabe war sie ja auch gebaut worden. Am 13. Dezember 1939 kam es dann zur berühmten Seeschlacht bei Rio de la Plata. Die Graf Spee war bereits auf dem Weg in die Heimat, als sie auf drei britische Kreuzer traf, die sofort das Gefecht begannen. Sie waren schneller als die Graf Spee und so konnte sie sich dem Gefecht nicht entziehen. Bei dem folgenden Schusswechsel wurde der britische schwere Kreuzer Exeter
schwer getroffen, sodass die gesamte schwere Artillerie ausfiel. Aber auch die Graf Spee erhielt 20 Treffer. Der deutsche Kapitän Langsdorff entschied sich daraufhin, den neutralen Hafen von Montevideo einzulaufen, um das Schiff zu reparieren. Auch war seine Munition knapp geworden. Es entwickelten sich heftige diplomatische Aktionen und so durfte die Graf Spee letztlich nur 72 Stunden in Montevideo bleiben. Da in der Zwischenzeit die beschädigte Exeter durch die Cumberland ersetzt worden war, entschloss sich Langsdorff zur Selbstversenkung. Am 17. Dezember ging die Graf Spee unter großer Anteilnahme der Menschen von Montevideo mit einer verringerten Besatzung in See und versenkte sich selbst. Für die Engländer war dies ein ungeheurer Prestigeerfolg, was Schlagzeilen in allen Zeitungen der Welt machte. Die Engländer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits den eigenen Flugzeugträger Coragus und das Schlachtschiff Ark Royal verloren. Noch ein Wort zur Besatzung, denn sie blieb zum größten Teil in der Uruguay. Nun kommen wir zum letzten Schiff dieser Serie. Es ist der Admiral Scheer, dem wohl erfolgreichsten Schiff. Während alle deutschen Schiffe mit dem weiblichen Die und Sie angesprochen wurden, so zum Beispiel die Lützow, so wurde die Speer immer mit der Speer angesprochen. Der Speer also hatte bis 1939 diesen großen Gefechtsturm über der Brücke, der aber eine zu große Topplastigkeit hatte, sodass er durch einen schlanken Röhrenmast ersetzt wurde. Am 27. Oktober lief die Speer zu ihrer ersten großen Operation aus. Es war die glücklichste Zeit für die deutsche Marine, denn der Krieg hatte sich noch nicht zum Weltkrieg ausgebreitet und der einzige Gegner in dieser Zeit war England. So konnten auf allen Weltmeeren deutsche Hilfskreuzer operieren, im Südatlantik und im Indischen Ozean der Speer, im Nordatlantik später die deutschen Schlachtkreuzer Gneisenau und Scharnhorst. Der Speer blieb 155 Tage in See und kehrte am 1. April 1941 in die Heimat zurück. In dieser Zeit hatte er rund 46.000 Seemeilen zurückgelegt und 17 Handelsschiffe versenkt. Später wurde der Speer nach Norwegen verlegt und hatte einen Einsatz im Nordmeer gegen sowjetischen Schiffsverkehr in dieser Region. 1943 wurde er als Schulkreuzer verwendet und im Frühjahr 1945 beschoss er die vordringenden russischen Truppen und transportierte Flüchtlinge nach Kiel. Dort kam der Scheer dann zum Austausch der ausgeschossenen Geschützrohre in die Werft und wurde am 9. April 1945 bei einem Bombenangriff so beschädigt, dass er kenterte. Dort blieb das Schiff liegen, bis er im Juli 1946 von Bergungsfirmen ausgeschlachtet wurde. Damit komme ich auch zum Ende dieses kleinen Ausflugs in die Maschinengeschichte. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und auf Wiedersehen.